Die Nacht der Schlösser ist seit Jahren schon nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender der Region wegzudenken. Jedes Jahr nehmen Schlösser, Burgen und Schlossruinen daran teil und bieten den Besuchern einen Abend mit ganz besonderem Flair. Das Schloss Waldenburg hat auch in diesem Jahr wieder ein Thema auf die Beine gestellt, was diese Zeitreise für einen Abend zu etwas ganz Besonderem macht. Extrablatt, ihr lieben Leute, heute exklusiv auf Schloss Waldenburg. Morgen kehrt das Fürstenpaar zurück, also macht eure Häuser bereit. Die Fenster sind geputzt, die Teppiche gekehrt. Und in der nächsten Ausgabe erfahren Sie, warum der Lustgarten Lustgarten heißt. Herzlich willkommen auf Schloss Waldenburg. Viel Spaß bei der heutigen Veranstaltung. Das Schloss Waldenburg ist belebt und somit konnte der Nacht der Schlösser am vergangenen Samstag nichts mehr im Wege stehen. Die diesjährige Veranstaltung stand unter dem Motto Goldene Jahre. Warum genau, das hat uns Anja Straube vom Schloss Waldenburg einmal genauer erklärt. Unser Schloss, das ist ja so aus der Zeit, so um 1900, 1920. Und wir sind halt heute so in wie die Damen und Herren der goldenen Jahre oder der goldenen 20er gekleidet. Dieses Thema verlangt förmlich danach, das Schloss zum Leben zu erwecken. Das wurde mit Hilfe der zahlreichen Mitarbeiter, die sich mit Kostümen kleideten, erreicht. Besonders ist, dass wir ein Innenprogramm haben und als Protagonisten hier durch die Räume laufen. Und das ist heute auch von Schnäppchenpreis gelungen, im Prinzip nur 2 Euro Eintritt. Und es ist überall wie damals, kann man sich fühlen und schauen, wie vielleicht damals die Leute hier gewohnt haben, wie sie sich aufgehalten haben hier. Und das macht auch Spaß. Also viele haben ihre eigenen Sachen sich gekauft und einige, die haben sich das geborgt. Und also es macht einfach nur Spaß. Man sieht das auch den Leuten an im Team. Und es sind auch einige noch Gäste mit dabei, die sich genauso gekleidet haben. Und heute ist es natürlich auch toll, wer komplett in 20er und 30er Jahre gekleidet kommt. Die dürfen auch sogar kostenfrei herein, weil sie mit zu diesem Flair beitragen. Das Programm, welches den Gästen an diesem Tag geboten wurde, war auch sehr vielversprechend. Also im Schloss gibt es auf alle Fälle Kaffee und Gebäck, wie anno dazumal, unten in der historischen Küche. Ja, und dann hinter uns sieht man Lindy Hop e.V. aus Zwickau zum Beispiel, die Tänze der alten Zeiten vorführen. Und dann Lindy Hop, vielleicht Balboa oder Jive war jetzt zu sehen. Oder wie man hier sieht, unsere Anne, die auf dem fürstlichen Klavier spielt. Man hört die Musik. Es ist eine Bläsergruppe da, Jugendblasorchester Hohenstein-Ernstthal, die auch Lieder oder Songs aus der alten Zeit spielen. Das ist bei uns hier im Schloss zu finden. Und im Außenprogramm, da haben wir auch natürlich hier viel, auch nochmal ein Tanzschulteam, und zwar Schorsch im Prinzip, der männerartgerecht Tänze trainiert. Und er wird auch noch einmal mit seinem Team Tango Argentino zum Beispiel und Walzer und auch Lindy Hop vorführen. Dann haben wir dort auch Swing Sax Band mit Swing und Jazz und das Trio Bel Cantissimo, die hat dann noch einmal so Filmsongs aus den 30er und 40er Jahren zu bieten. Meta Girls sind schon aufgetreten. Ja, wie man sieht, viel los. Essen und Trinken gibt es natürlich auch. Natürlich muss so eine Nacht der Schlösser auch erst einmal organisiert werden. Das Zeitsprungland und die Tourismusregion Zwickau sind dabei federführend. Das Zeitsprungland, die Tourismusregion Zwickau organisiert das ganze Marketing für die Nacht der Schlösser schon seit über 20 Jahren. Und die einzelnen Veranstaltungen, die werden von den Schlössern selbst organisiert. Das Zeitsprungland bündelt das alles und trägt es nach außen und versucht auch diesen Verbund immer wieder mit Leben zu erfüllen. Also nicht nur während der Nacht der Schlösser selber, sondern es gibt eine ganze Menge Veranstaltungen für die Schlösser, mit den Schlössern, quasi so ein internes Netzwerk für unsere Region, wo wir uns auch regelmäßig treffen und abstimmen und da eben wunderschöne Programme gestrickt werden. Und so ist bei der Nacht der Schlösser in diesem Jahr beispielsweise das Schloss Ringetal mit dabei, in Ringetal bei Midway da. Wir haben Schloss Liechtenstein endlich wieder mit im Verbund. Die Schlösser Wolkenburg und Waldenburg sind mit dabei. Schloss Wildenfels ist mit dabei. Also es sind dieses Jahr 8 Schlösser aus dem gesamten Landkreis, aus der gesamten Tourismusregion Chemnitz-Zwickau-Region. Und das macht einen natürlich stolz und so wächst die Nacht der Schlösser jedes Jahr ein Stück mehr. Für Unterstützung ist auch gesorgt.
Genau, also wir brauchen natürlich Unterstützer. Wir arbeiten ganz, ganz eng mit den anderen Schlössern zusammen, logischerweise. Aber wir arbeiten auch sehr, sehr eng mit dem Landkreis Zwickau zusammen. Und ohne die Sparkasse Zwickau und die Sparkasse Chemnitz wäre es überhaupt gar nicht möglich, die Programme dafür zu stricken und schon gar nicht das Marketing dafür auf die Reihe zu bekommen. Auch für das Schloss Waldenburg ist die Veranstaltung eine der größten im Kalender. Ja, also die Nacht der Schlösser ist immer eine relativ, also sagen wir mal, eine unserer größten Veranstaltungen mit im Jahr, weil die wird schon Anfang des Jahres geplant. Und wir haben hier immer eine große Bühne im Hof stehen bei uns. Und da versuchen wir jedes Jahr ein buntes Programm für unsere Gäste zu finden. Dieses Jahr war es eine ganz besondere Herausforderung, weil wir ein besonderes Motto haben. Wir haben die nächsten drei Jahre das Motto 20er, 30er Jahre und die goldenen Jahre in unserem Schloss hier. Und das war schon schwierig, weil wir haben vorher immer Veranstaltungen gemacht, die so mit Coverbands waren. Und das ist natürlich etwas einfacher zu finden und diese Musik ist doch recht schwierig zu finden. Aber wir haben es geschafft, wieder unseren Gästen hier ein wunderbares, vielseitiges Programm bieten zu können dieses Jahr. Es muss ja immer für alle was dabei sein, für die Erwachsenen und für die Kinder. Und das ist eigentlich das, was die Herausforderung an der Planung so einer Veranstaltung ist vom Prinzip her. Und das hoffe ich gelingt uns dieses Jahr auch wieder. Das ist es. Um das Programm vor und im Schloss einmal kennenzulernen, haben wir uns mit Anja Straube auf den Weg zu einem kleinen Rundgang gemacht. Gestartet sind wir in der Kaffeeküche. Das ist unser Kaffeeteam. Die lebende Kaffeemühle. Wolfgang. Micha. Und die Moni. Und hier gibt es selbstgebackene Kekse, wie man das sieht, ganz verschiedene. Und Gäste können sich hier setzen und können den Kaffee genießen. Und den Gästen schmeckt's. Der Kaffee, ich bin Kaffeetrinker, der Kaffee schmeckt wirklich wie hausgemacht. Also die Kekse dazu. Ja. Haben Sie sich schon im Schloss umgeschaut? Wie ist es? Ja. Wie sieht es aus? Wie finden Sie es? Wunderbar. Wunderbar. Also das ist eine sehenswert. Also ich kann es nur jedem empfehlen, hier mal herzugehen, Rundgang zu machen. Der Spiegelsaal, also die ganze Balustrade, alles, die Räume hier. Okay. Wunderbar. Und vom Programm her, wie finden Sie es bis jetzt? Bis jetzt einwandfrei. Einwandfrei. Das Wetter passt, alles passt. Super. So, jetzt kommen wir hier. Ich sage immer, die Räume sind wie kleine Schmuckkästchen. Das war der erste Empfangsraum der Fürstin, das Spiegelzimmer. Hier hat sie Gäste empfangen, hier stand ein großer Tisch. Das Schloss ist leider leer, weil es geplündert worden ist. Na, das war dann der Zweite Weltkrieg schon. Und es ist etwas ganz Besonderes, der Stilepochenmix hier bei uns im Schloss. Weil hier haben wir Rokoko, hier haben wir Barock zum Beispiel. Das ist das zweite Empfangszimmer der Fürstin. Und heute haben wir hier einen Tisch gedeckt. Und Protagonisten laufen durchs Schloss und sitzen durchaus auch mal hier am Tisch und trinken eine Tasse Tee. Ist leider kein Tee drin, aber man kann sich's vorstellen. Das kann man auf jeden Fall. Dazu beigetragen haben neben den Protagonisten aber auch die verschiedenen Auftritte, zum Beispiel die eines Bläserquartetts in der Bibliothek. Im Schloss selbst hatte man die Möglichkeit, die ganze Ausstellung zur Fürstin Eleonore von Schönburg-Waldenburg zu sehen. Im Außenbereich des Schlosses gab es auf einer großen Bühne auch immer Programm. Für Groß und Klein wurde etwas geboten und natürlich wurde auch zum Flair beigetragen, wie zum Beispiel durch Musik vom Trio Belcantissimo mit Filmschlagern der 30er und 40er Jahre. Für eine Nacht voller Seligkeit, da geb ich alles hin. Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin. Den Besuchern an diesem Abend mangelte es an nichts. Für Speis, Trank und Unterhaltung wurde gesorgt und damit bleibt dieser Abend auf Schloss Waldenburg sicherlich in Erinnerung. Doch es lohnt sich, auch das Schloss so einmal zu besuchen.
Auf alle Fälle schon, wie man sieht, das Schloss ist eine Perle, wirklich. Schon das ist wert zu besuchen und es ist natürlich auch immer hier etwas los. Es sind Konzerte hier im Haus oder wir haben zum Beispiel im September eine sexy Comedy Show, das ist am 21. September. Wir haben tolle auch Weihnachts- und Adventsprogramme, kann man auch unter www.schloss-waldenburg.de Veranstaltungskalender anschauen. Nächstes Jahr ist viel los, es gibt wieder eine Schlossterrassennacht, die kubanische Nacht mit den Los Cuban Boys. Es ist der deutsche Roger Whittaker zum Beispiel zu sehen und auch ein Wiener Kaffeenachmittag. Also wir sind noch voll in der Planung. Auf alle Fälle auf die Website schauen, lohnt sich.